So, sind wir soweit. Der Doc Morris Talk. Nach jedem Spiel der Alemannia treffen wir uns hier mit Protagonisten, Spielern und anderen Menschen, um über das Spiel und über die Menschen zu reden. Und ich beginne heute mit Rainer Plass-Henrich, den ich damit herzlich begrüße. Ich beginne heute mit einem Erlebnis vom letzten Samstag. Ich war bei einem Ex-Trainer der Alemannia zum Geburtstag eingeladen und es gab einen Geburtstagsfilm, einen sehr langen Geburtstagsfilm. In diesem Geburtstagsfilm wurde vor allen Dingen sehr viel über den alten Tivoli gezeigt und sehr viel über die alte Alemannia. Und da ist mir dann wie Schuppen aus den Haaren ausgefallen, dass es sogar in einem UEFA-Cup-Spiel einmal einen Torschützen gab mit dem Namen Rainer Plass-Henrich. Hafner Fjördur, es wurde gezeigt mit Riesenapplaus und ich glaube, dass du dir heute von Anfang an gewünscht hättest, bei der einen oder anderen Szene selbst da unten zu stehen und den in gewohnt sicherer Manier, wie du das früher ja auch immer gemacht hast, zu versenken. Rainer, kurz deine Stimme zum heutigen Spiel. Ja gut, wir haben natürlich von der ersten Minute an, wollten wir anders auftreten als jetzt in den letzten Spielen. Und ist uns auch gut gelungen. Leider haben wir es nicht geschafft in der 8. Minute, den Konter so auszuspielen, dass wir vielleicht 1-0 in Führung gehen. Es hat leider etwas länger gedauert. Uns war aber auch klar, dass Uerdingen irgendwann die Kraft verlassen wird, weil sie unter der Woche nochmal gespielt haben. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir Spieltempo hochhalten, den Ball laufen lassen, damit sie nicht mehr so in die Zweikämpfe reinkommen. Wir haben gesehen, dass wir sehr aggressiv gespielt haben, ging auch sehr ruppig mal zur Sache, wo der Schiedsrichter vielleicht nicht ganz auf der Höhe war. Gerade auch bei dem Elfmeter, wo dann viel Tumulte sind und werden gelbe Karten verteilt für Spieler, die am allerwenigsten damit zu tun hatten. Aber gut, das ist nun mal Fußball. Entscheidend ist, dass wir uns trotzdem noch belohnt haben, den Elfmeter noch bekommen haben, Tim den trotz dieser ganzen Widrigkeiten versenkt hat. Dann das Weitere, wo Kevin Behrens sich das Tor im Endeffekt selber erarbeitet, wo er den Außen mitnimmt, den Dodo. Und Dodo legt ihn rein und der Gegner schießt das Ding so 2-0. Ja, was mir aufgefallen ist, wenn die Mannschaft eine gewisse Sicherheit hat, spielt sie ganz anders auf. In der ersten Stunde war es nicht so. Und ich habe ja auch mitbekommen, dass du dich sofort nach 3-4 Minuten schon tierisch aufgeregt hast, dass wir Möglichkeiten haben liegen lassen, die eventuell entstanden wären durch zu spätes oder gar kein Abspiel. Geht dir sowas an die Nieren? Na klar, also man sieht mich zwar nicht ganz so oft da am Spielfeldrand, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht aufrege oder dass ich nicht im Spiel bin. Entscheidend ist, wenn man jede Situation auch dementsprechend als Spieler miterlebt, ist natürlich was, dann ist auch als Trainer, ist man halt immer im Spiel drin. Und dann, wenn solche Situationen halt da sind, ärgert man sich schon, weil man viel einfacher hätte haben können über die 90 Minuten hingesehen, um dieses Spiel zu gestalten. Ja, ich meinte jetzt auch explizit diese Möglichkeit, wo Raphael links den Ball bekommt und anstatt, so wie du ihm auch sofort zugerufen hast, den Ball weiterzuspielen. Ich glaube, der Kevin war auf der rechten Seite vollkommen frei. Sind das auch die Dinge, die ihr im Training so probt und du dich deshalb umso mehr ärgerst, dass sie dann im Spiel nicht umgesetzt werden? Ja gut, man muss auch immer eins zugute halten. Es gibt immer Situationen, wo der eine Spieler den anderen vielleicht nicht sieht oder er entscheidet sich für eine andere Situation. Entscheidend tut derjenige, der gerade im Ballbesitz ist. Wenn natürlich so eine Situation ist, ist es eklatant, dass man den Ball nicht spielt und das Tor dadurch nicht fällt. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel nachher gewonnen. Entscheidend, ja. Dann zum Schluss kurzer Ausblick auf den kommenden Dienstag. Verhältnismäßig kurze Phase zu regenerieren, aber habt ihr im Griff, oder? Ja, ich sag mal, im Endeffekt wollen wir immer alle spielen. Und je kürzer die Spieltage sind, um wieder ein neues Spiel zu haben, umso besser ist es. Das Problem wird ein bisschen sein, wir wissen halt wieder nicht, welche Mannschaft da auflaufen wird. Weil Bochum heute 5-1 gewonnen hat, die zweite gestern verloren hat, unten drin steht. Mal gucken, wie viele Spieler der Peter Neuruhr runterschickt, damit die auch nochmal wieder ein paar Punkte sammeln. Oder ob er so geil drauf ist, sich oben festzusetzen in der Liga und halt keinen runterschickt. Und dann schauen wir mal. Ja, es ist ein großer Nachteil, wenn Fehler eingesetzt werden von oben, weil eine Mannschaft, die doch immer zusammenspielt, wird doch dann auseinandergerissen oder siehst du das? Ja, aber die Cleverness, wir hatten letztes Jahr genau das gleiche Spiel hier, da waren 5-6 Mann von oben mit dabei. Die sind dann schon cleverer und wissen dann die eine oder andere Situation auch besser auszunutzen. Ja. Gut, letztes Jahr war letztes Jahr, dieses Jahr ist neues Jahr und von daher machen wir jetzt erstmal heute keine Gedanken darüber, ab morgen wieder.
Okay, ja, das war's. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir freuen uns alle auf den Dienstag und wir machen es dann ganz einfach so, wie ihr das früher immer gesagt habt, die hauen wir weg. Richtig. Gut, alles Gute, schönes Wochenende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.